Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einfache No-Bake-Kokosschnitten, die sind ganz einfach hergestellt. Ihr braucht nicht den Ofen anzuschmeißen, ihr habt auch keine ausgefallenen Utensilien, also die bekommt wirklich jeder hin. Und an Zutaten für unseren Bröselboden brauchen wir jetzt ganz einfach nur Butterkekse, die habe ich bereits im Zerkleinere fein gemahlen. Und außerdem brauchen wir jetzt noch Butter. Und wir fangen jetzt natürlich mit dem Boden an und als erstes müssen wir die Butter schmelzen. Ich habe das jetzt ganz kurz in der Mikrowelle gemacht. Dann gibt ihr jetzt die flüssige Butter zu den Keksen und vermengt jetzt einfach alles gut mit dem Löffel, bis auch wirklich jeder Kekskrümel was von der Butter abbekommt. Ihr erhaltet danach ja so eine feuchte, sandige Konsistenz und dann könnt ihr weitermachen. Ich habe mir jetzt hier meinen eckigen Backrahmen geschnappt, den habe ich jetzt auf ein Stück Backpapier und einen Servierteller gestellt. Ich würde euch raten, auch den Kuchen schon von Anfang an auf einem Servierteller zu machen, damit ihr es später einfach nicht umsetzen müsst. Genau, so kommen jetzt die Brösel einfach in die Form, werden dann erstmal mit dem Löffel so ein bisschen verteilt und angedrückt. Und ein kleiner Tipp von mir, falls ihr den Boden jetzt so richtig schön fest hinbekommen wollt, dann verwendet wirklich am besten so ein Fondantblätter. Damit geht das wirklich super, super gut. Falls ihr natürlich aber jetzt sowas nicht habt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne einfach so ein Glasrücken nehmen. Wichtig ist wirklich nur, dass jetzt einfach der Boden richtig schön fest angedrückt wird, damit er auch zusammenhält. So, das Ganze kann jetzt kurz an die Seite wandern. Wir machen jetzt mit dem Pudding weiter oder mit der Füllung einfach. Dafür brauchen wir jetzt einmal Kokosraspeln. Dann brauchen wir Milch, sowie Zucker, Weichweizengrieß, dann brauchen wir noch Butter, weiße Schokolade und das war's an Zutaten für den Pudding. Dann geben wir Butter, weiße Schokolade und Zucker zu Milch in den Topf und das Ganze lassen wir jetzt auf mittelhoher Hitze einmal schmelzen, bis sich alles gut verbindet. Da mal immer wieder umrühren, damit auch nichts am Topfboden hängen bleiben kann. Und sobald dann sich jetzt alles so gut verbunden hat wie bei mir und dann die Milch auch gleich aufkocht, könnt ihr in einem Schwung euer Weichweizengericht dazugeben und dann müsst ihr jetzt ständig umrühren und einfach so lange das Ganze einkochen lassen, bis das Ganze so puddingartig wird und eindickt. Das Ganze dann für so gute 30 Sekunden einmal blubbern lassen unter ständigem Rühren und dann kann der Topf vom Herd gezogen werden. Ihr rührt nur noch die Kokosraspeln rein und dann ist der Pudding fertig und muss jetzt direkt weiterverarbeitet werden. Das ist ganz wichtig. Hier habe ich jetzt meinen ausgekühlten Keksboden und da kommt jetzt direkt die heiße Masse rauf. Ihr dürft auf keinen Fall den Pudding jetzt auskühlen lassen, weil ansonsten wird er einfach sehr schnell fest und das Ganze lässt sich nicht mehr gut in die Form verteilen. Mit einer Winkelpalette könnt ihr nochmal nachhelfen und die Oberfläche schön begradigen. Und so muss jetzt erstmal diese Puddingschicht für gute 30 Minuten auskühlen, bis einfach die Oberfläche antrocknet. Danach könnt ihr mit dem Guss weitermachen. Dafür jetzt einfach nur Sahne auf dem Herd einmal aufkochen lassen, dann den Topf vom Herd ziehen und einfach nur noch Zartbitterschokolade einrühren. Sobald sich eben alles gut verbunden hat, kann dann der Guss auch im warmen Zustand jetzt auf den kalten Pudding kommen, das einmal schön verteilen und die Schnitten müssen jetzt wirklich so für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank wandern, bis einfach alles gut durchziehen kann und der Guss aushärtet. Dann könnt ihr das Ganze vor dem Servieren gerne noch mit etwas aufgeschlagener Sahne oder Backkakao noch dekorieren. Und ja, damit wären wir auch schon fertig. Also ihr seht, ganz, ganz schnell und super einfach. Und falls ihr jetzt auch Interesse an dem Rezept habt, dann schaut mir gerne unten in der Infobox vorbei. Dort werde ich euch meinen Blog mit den genauen Mengenangaben sowie den Zutaten verlinken. Und ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!